Heute beim Neubau mit Planeo. Badewanne mit Ablage verkleiden. Der Rohbau ist fertig und jetzt machen sich unsere drei Handwerker Eugen, Alex und Dominik an den Innenausbau. Sei mit dabei, wie wir eine Baustelle in ein Zuhause verwandeln. Das ist Neubau mit Planeo. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Planeo, bei einem weiteren Video in unserer Neubauserie. Heute sind wir im Badezimmer und es geht um das Thema Badewannenverkleidung. Die Badewanne ist jetzt zwar schon eingepackt in einer Styroporvorrichtung, aber das ist ja nicht immer so. Manchmal hat man auch Badewannen, die nur aufgestellt werden, müssen nur drumherum verkleidet werden. Und was nimmt man dafür? Da eignet sich sehr gut so eine Hartschaumplatte, eine XPS-Hartschaumplatte, die mit einem Vlies, die muss unbedingt mit einem Vlies nochmal überarbeitet werden, mit der Beschichtung. Und aus der kann man dann eben die Ränder bauen. Wir haben jetzt hier auch noch eine Besonderheit. Der Kunde möchte die Seiten verkleidet haben und eine Ablage daraus haben. Und das lässt sich auch sehr gut aus den Hartschaumplatten bauen. Man kann damit wirklich Formteile bauen, man kann Sitzbänke sogar bauen, Ablagen, Regale bauen, die aber nachher anschließend auch befliest werden müssen, um die richtige Stabilität zu erreichen und damit es auch wirklich druckfest ist. Was brauchen wir dafür, um die zu verarbeiten? Einmal eine Wasserwaage, dann ein Stift, Zollstock zum Abmessen. Mit einem Cuttermesser können wir die ganz einfach schneiden, das sehen wir auch gleich. Und zum Verkleben, da können wir auch unseren 3M-Kleber aus unserem Shop nehmen. Da könnt ihr auch drauf gehen, da könnt ihr euch den kaufen. Der ist dafür freigegeben, der dichtet auch ab und verklebt auch. Ja, dann fangen wir mal an und schauen uns die einzelnen Schritte an. Was beachten wir zuerst bei der Badewanne? Die Ablage. Also hier kommt jetzt eine Ablage vorne vor, sodass man da Sachen drunter packen kann. Man kann die Dinge die Ablage so bauen, dass die Fliese nachher bündig mit der Wanne ist. Hat einen Nachteil, dass man hier oben immer wieder eine Wartungsfuge hat, eine Silikonfuge, die kann auch mal einfallen, muss sie immer wieder erneuern. In der Regel baut man das darunter, sodass die Fliese auch darunter gepackt werden kann. Wichtig ist, dass die Abdichtungen hier an der Wanne, dass sie nachher oben drauf kommen. Nicht, dass die Abdichtung drunter ist und wir bauen jetzt unsere Ablage da drauf, dann haben wir keine sichere Abdichtung. Also die Abdichtung nach oben klappen, dann messen wir das Ganze aus, legen das in Waage, schneiden das zu und kleben die Sachen an. Katastrophe. Wir wollen das in einer Flucht haben mit der Badewanne, die Abkastung. Und um die Flucht zu übertragen, ist jetzt mit einer kurzen Latte, kann man Schwankungen reinkriegen. Also wird sich ganz gerade, am besten eine ganz lange Latte nehmen, an die Wanne anlegen und dann kriegt man die Linie gut übertragen. Platten lassen sich auch relativ einfach schneiden. Man muss nur die Oberfläche mit dem Cuttermesser anritzen. Dann kann man die brechen und dann von der anderen Seite das Gewebe durchschneiden. Platten gibt es auch in unterschiedlicher Ausführung, unterschiedliche Stärke, je nach Verwendungszweck. Hier haben wir eine Ablage, wo auch nachher man drauf sitzen kann, deswegen nehmen wir die 5er Platte. Gibt es aber auch in 1 cm, 2 cm, je nachdem wofür man die gerade braucht. Da müsst ihr euch einfach auch bei den Herstellern informieren, für welchen Verwendungszweck, welche Stärken man braucht. Um eine Badewanne zu verkleiden, reicht normalerweise immer die 20er Platte aus, aber hier für eine Ablage braucht man die 5er. Bei so einem kleinen Abschnitt kann man die auch so einfach schräg anlegen und durchbrechen. Thank you.
So, vorbereitet haben wir es jetzt, zugeschnitten. Jetzt können wir es verkleben. 3M-Kleber aus dem Shop. Es ist empfehlenswert, sich Hilfslinien zu machen und den Kleber auf die Wand zu bringen und nicht hier drauf. Dann ist die Gefahr weniger, dass man sich dreckig macht und das verschmiert beim Einsetzen. So, erste Seite haben wir, jetzt geht's an die zweite. Wenn man so Stoßverbindungen hat, die müssen auch unbedingt verklebt werden, dazwischen muss immer Kleber. Und obendrauf kommt noch ein Gewebe, was eingespachtelt wird. Das macht normalerweise auch der Fliesenleger, der spachtelt dann Gewebe ein, bevor er die Fliese drauf setzt. Ja, sonst haben wir ein super Ergebnis in kurzer Zeit, schnell. Wir haben dafür maximal eine Stunde gebraucht, um jetzt die zwei Ablagen zu bauen, ohne eine einzige Schraube, ohne irgendwas zu bohren, ohne großes Werkzeug dazu besorgen, schnell gebaut, ein super System. Only for a moment.
Ja, auch hier sind wir fertig. Wir haben die Ablagen bereits befliest und wie schon erwähnt, es ist einfach, es ist super schnell, deine Ablage zu bauen aus Jacobot-Platten mit dem Kleber, den wir auch hatten. Übrigens beim Kleber, da hat sich was geändert bei uns. Wir haben einen neuen Kleber mittlerweile. Das ist der Beko-Kleber. Der hat dieselben Eigenschaften wie den Kleber, den wir vorher hatten. Ist auch dafür geeignet, man kann damit auch die Hartschaumplatten kleben. Den könnt ihr euch bei uns natürlich gerne im Shop holen, könnt euch da auch gerne andere Produkte angucken. Wir haben auch andere Möglichkeiten, Bad zu gestalten mit verschiedenen Materialien. Schaut da einfach rein. Ja, hier in dem Video haben wir auch gesehen, kurze Ausschnitte, wie wir das auch befliest haben. Wenn ihr da mehr zu sehen wollt, könnt ihr auch gerne auf die anderen Videos gehen, auf unserem Kanal. Dazu könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken, damit ihr regelmäßig über neue Videos informiert werdet. Aber da haben wir ein ausführlicheres Video, wie wir Großformatplatten verarbeiten, wie wir Gehrungen schneiden und viele einzelne Details. Ansonsten schickt uns gerne auch noch einen Kommentar, was euch so an Fragen einfällt oder was euch gefallen hat, ja, da reagieren wir auch gerne drauf. Ansonsten bis demnächst.